Moin Moin! In meinem heutigen Video geht es um ein PC-Netzteil eines mir unbekannteren Herstellers, nämlich AZATEC. Ein PSAZ-Netzteil mit 550 Watt und 80 plus Bronze-Zertifizierung. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Netzteil denn so in der Praxis schlagen wird. Das Netzteil habe ich mir für meinen Skylake-PC gekauft. In einem weißen Gehäuse desselben Herstellers, nennt sich Onyx 260. Hat auch eine umfangreiche RGB-LED-Beleuchtung und da fehlt mir noch ein passendes Netzteil für. Und auch wegen des günstigen Preises von nicht mal 40 Euro habe ich mich hier für das AZA-Netzteil entschieden. Es gibt natürlich auch Netzteile, die noch günstiger sind, zum Beispiel ein SL500 mit 500 Watt oder auch Netzteile von anderen unbekannteren Marken, wie beispielsweise Rasurbo oder was gibt es da noch? LC Power zum Beispiel, Schieftech glaube ich. Da will ich dann doch lieber die Finger von lassen, weil das sind dann klassische China-Böller, auch Rasurbo-Netzteile und besonders auch das SL500. Das hat auch nicht ausreichend dicke Kabel. Zu diesem Netzteil kann ich aber schon mal sagen, das macht keinen allzu schlechten Eindruck. Ihr seht, ich habe den Karton ja auch schon geöffnet. Hier ist normalerweise noch eine Plastikfolie umzu. Der Lüfter ist immerhin ausgestattet mit einem 120 mm Lüfter und wie gesagt 80 plus Bronze-Zertifizierung. Das bedeutet, dass das Netzteil einen Wirkungsgrad von mindestens 80% erreichen muss. Weiter geht's auf der Rückseite, weil die Seiten des Kartons liefern wenig bis gar keine Informationen. Hier könnt ihr auch nochmal den Link zur Herstellerwebseite einsehen, azatec.com. Dann zur Rückseite. Ja, dann nochmal kurz auf das Diagramm zu sprechen gekommen. Das ist hier ein Effizienzverlauf. Bei einer Auslastung zwischen 20 und 100% muss das Netzteil einen Wirkungsgrad von über 80% aufweisen. Zu den Spannungen, das Netzteil bietet 3,3 und 5 Volt mit jeweils 20 Ampere 100 Watt kombiniert. 12 Volt ist nur einmal vorhanden, also eine Schiene mit bis zu 41 Ampere, 492 Watt und sogar noch minus 12 Volt sind vorhanden mit 0,4 Ampere, 4,8 Watt. Wer weiß, wofür man minus 12 Volt heutzutage noch braucht, der kann das gerne mal wissen lassen als Kommentar. Damals war es noch so, als es noch ISA-Steckkarten gab und entsprechende Erweiterungsslots auf Mainboards, dass man für die Soundkarten tatsächlich noch negative Spannung brauchte für die Erzeugung der negativen Soundhalbwelle. 5 Volt Standby sind da mit 2,5 Ampere, 12,5 Watt. Die braucht man in der Regel dazu, um den Rechner überhaupt erstmal hochfahren zu können, wenn man den Powerschalter betätigt. Da braucht man ja auch eine Spannung und wenn der Rechner das Laden von USB-Geräten im ausgeschalteten Zustand unterstützt. Das wird dann auch über die Standby-Spannung abgewickelt. 3,3 Volt braucht man meines Wissens nach, vielleicht für Controller, ist aber eigentlich auch, ja okay, für Erweiterungskarten auch. Da braucht man noch 3,3 Volt für. 5 Volt für USB natürlich und 12 Volt für die CPU, für die Grafikkarte, für Festplatten im 3,5 Zoll Formfaktor für DVD-Laufwerke. Für 2,5 Zoll SSDs braucht man auch noch hier die 5 Volt. Und sonst wird ja vieles auch über 12 Volt abgeleitet. Ich glaube auch der Arbeitsspeicher wird mit Spannungswandlern versorgt, die über 12 Volt angebunden werden. Und natürlich auch die CPU-Grafikkarte, wie schon gesagt. Zu den Anschlüssen hier nochmal kurz ein Schaubild. Ihr bekommt einen 24-poligen ATE-Stromanschluss, ihr bekommt einen 4+4-poligen EPS-Stromanschluss, also mit dem ATX-Stromanschluss wird das gesamte Mainboard versorgt, einschließlich Arbeitsspeicher und auch Erweiterungskarten, nicht gerade Grafikkarten, die haben ja ihre eigenen Stromanschlüsse, aber alles, was sich auf dem Mainboard befindet, auch die USB-Ports und so weiter, hierüber. Die CPU, also der Prozessor, wird hierüber versorgt, der hat eine eigene Stromversorgung. Ja, bei den CPUs von heute mit über 100 Watt TDP auf jeden Fall auch ein Muss. Das kann der ja nicht alleine handeln. Ihr bekommt zwei 6+2 polige PCI Express Anschlüsse. Das sind die Anschlüsse für Grafikkarten in der Regel. SATA Stromanschlüsse bekommt ihr 5. Hiermit
werden neben 2,5 Zoll SSDs auch noch ältere 3,5 Zoll Festplatten versorgt, wenn sie über einen SATA-Anschluss verfügen. Auch die optischen Laufwerke für DVD-Scheiben werden hierüber versorgt. Es gibt auch Erweiterungskarten, wie zum Beispiel USB-Controllerkarten, die noch mit einem SATA-Stromanschluss ausgestattet werden möchten. Der alte Molex-Anschluss mit 4 Kontakten ist heutzutage fast bis gar nicht mehr interessant. Da bekommt ihr auch nur noch 2 deswegen. Aber wenn ihr ein Gehäuse besitzen solltet mit integrierter Lüftersteuerung oder sogar integrierter RGB-LED-Steuerung, dann könnte der Molex-Anschluss für den LED-Controller wiederum interessant werden. Der Floppy-Anschluss ist heutzutage Geschichte. Der wurde früher zum Anschließen des Diskettenlaufwerks verwendet für die 1,44 MB Disketten. Deswegen auch nur noch einmal vorhanden. In ganz seltenen Fällen wird dieser Anschluss hier noch von Erweiterungskarten benötigt. Vielleicht sogar von Frontpaneln noch, aber in der Regel nicht mehr. Dann zum Lieferumfang hier des Netzteils. Nochmal ganz schnell gezeigt. So, hier haben wir eine kleine Anleitung, die ist aber für die RGB-bestückten Netzteile von AZTEC interessanter. Hier ist das auch nochmal mit RGB erklärt. Hier unten vor allem. Und es gibt auch noch eine Rückseite, also eigentlich nichts Interessantes, was hier so draufsteht, deswegen lege ich das mal auf Seite. Ihr bekommt natürlich das Kaltgeräte-Anschlusskabel für die Netzseite für 230 Volt. Auch passende Lüfterschrauben sind enthalten, und zwar in Schwarz mit dem Grobgewinde. Das sind 4 Stück, um das Netz am Gehäuse verschrauben zu können. Das Netzteil ist auch sehr gut verpackt. Normalerweise ist das hier nochmal festgeklebt. Hier habt ihr diese Luftpolstertüte. Und so sieht das Netzteil dann an sich aus. Ich lege das mal kurz hier auf den Karton. So. Dieses Netzteil verfügt über keine RGB-Beleuchtung. Die Kabel sind teilweise zumindest gesleeved und ansonsten im schlichten Schwarz gehalten. Hier der Stromanschluss für das Mainboard, habt ihr den auch nochmal kennengelernt. Das Kabel ist recht kurz, in meinem Fall aber kein Problem, denn ich werde sowieso spezielle Verlängerungskabel verwenden, die optisch dann besser aussehen. So, die restlichen Kabel haben wir hier an einem Strang, Molex und SATA getrennt plus Floppy, also zweimal Molex und zweimal SATA. Das finde ich persönlich nicht ganz so gut gelungen, wenn die Kabel gemischt werden. Weil wenn man dann die 2 SATA braucht, dann hat man auf jeden Fall irgendwo noch hier die Molex rumfliegen. Sonst hätte man sie ja auch unten in der Netzteilkammer zum Beispiel verstauen können. Das sind dann die PCI Express Grafikkarten Stromanschlüsse. Okay. Und hier auch nochmal 3 SATA-Anschlüsse. Verzeihung, separat zusammengefasst. Und hier der Stromanschluss für die CPU. Das Kabel ist dagegen länger ausgeführt. So. Hier auch nochmal dasselbe in grün. Schutzschaltung besitzt das Netzteil auch, aber ich meine keinen Übertemperaturschutz. Wieso sollte das Netzteil den auch haben müssen? Naja, ich schließe das Netzteil jetzt erstmal an meinen billigen Netzteiltester aus China an. Da müsste ich mir vielleicht doch nochmal was Besseres besorgen. Der hat auch einen lästigen Wackelkontakt. Und dann schauen wir mal, ob das Netzteil auch noch Spannung im grünen Bereich ausliefert. 12 Volt, 5 Volt, 3,3 Volt sind schon mal vorhanden. Kein schlechtes Zeichen. Okay, dann die minus 12 Volt sind da. Hier oben links dargestellt, 12,1 Volt. Wir haben 12 Volt 1, 12 Volt 2. Das ist aber dann dieselbe Schiene mit 12,0 Volt, 5 Volt Standby mit 5,1 Volt. Und das meinte ich hier mit Wackelkontakt, dass ihr die 5 hier, die Ziffer 5 nicht sehr gut sehen könnt. Das sind aber 5,1 Volt.
3,3 Volt. Ja, Power-Gutsignal sogar nach 210 Millisekunden. Wow. Wir schauen nun, inwieweit dieses Azertec-Netzteil in der Lage ist, einen ausgewachsenen AMD Ryzen-PC mit Ryzen 7 1700 und Nvidia GeForce GTX 970 zu befeuern. Wir messen auch mal die Leistungsaufnahme. Kann man kaum ablesen, aber wir versuchen es mal. Ich hatte auch noch ein zweites Messgerät, aber irgendwie ist das spurlos verschwunden. So. Ah, okay. Der wechselt immer. 229 Volt, 0 Ampere. Ich schalte das Netzteil ein. Dann haben wir hier, da hat er gerade angezeigt, etwa 44 mA und 3,3 Watt. Und wenn ich den Rechner jetzt starte, Moment, bitte nicht nachmachen. So. Dann, Moment, im Monitor einschalten noch. Naja, okay. Ich belaste den gleich mal dann. Oh, yo, über 400 Watt. Das ist doch schon mal eine Angabe hier, eine Leistungsangabe. Oh, das riecht auch schon ziemlich warm. Aber ich glaube eher hier im Bereich der GPU. Mal gucken, was mein Messgerät dazu sagt. Ja, das, was hier gerade so verdächtig nach elektronischer Abwärme riecht, die hat tatsächlich einen charakteristischen Geruch, ist wirklich so. Dürften vielleicht sogar auch die VRMs sein, denn der Prozessor ist auf 3,8 übertaktet. Gucken wir mal. Ja, 70 Grad habe ich schon gemessen. Vielleicht kann man die VRM-Temperaturen auch noch auslesen per Tool. Die Grafikkarte noch mal kurz messen. Ja, die wird aber auch heiß. So auch um die 70 Grad. Und noch mal gucken, kurz auf das Messgerät. Der Arbeitsspeicher ist übertaktet auf 3000 MHz. Die CPU wird auch per AVX-Last belastet. Und die Grafikkarte ist auch voll ausgelastet. Das, was ihr hier jetzt so laut aufgedreht hört, sind GPU-Kühler und Prozessor-Kühler. Mal gucken, ob das Netzteil hier warm ist. Ja, da kommt aber auch schon warme Luft raus, muss ich sagen. Mal gucken, wenn ich jetzt hier messe. Heute mal frei Hand. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das geht aber sogar noch. Was ich jetzt hier auf der Oberseite messe. Und wenn ich hier mal kurz reinmesse, nochmal hier das Kissen für den Kater wegnehmen. So. Na gut. 40 Grad. Nochmal hier die Leistungsaufnahme. Über 430 Watt. Also das Netzteil wird schon ganz gut ausgelastet. Kann ja genau, es hat 12 Volt Schiene mit bis zu 492 Watt, glaube ich, belastet werden. Ich kann euch das ja auch noch mal kurz hier zeigen. Moment. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ist das Netzteil? War gerade wahrscheinlich nur Zufall. Nee, das ist, glaube ich, kein Zufall. Ich kriege den gerade nämlich auch nicht mehr an. Aber der läuft ja noch, wie man sieht. Also an dem Netzteil scheint das ja nicht zu liegen. Nur mal hier die Leistungsaufnahme beobachten. Oh, die ist aber eingebrochen. Aber der ist nicht ausgegangen. Ich vermute mal nicht, dass das Netzteil jetzt daran Schuld hat, dass der Bildschirm ausgegangen ist. Wir beobachten das nochmal. Es gibt in der Tat für das SVOG AB350M Pro 4
ein Tool namens A-Tuning, wo man sich dann auch die Temperatursensoren anzeigen lassen kann. Der Wave Prism hier in meinem Falle ist natürlich eher nicht für Overclocking gedacht. Trotzdem ist die CPU auf 3,8 GHz übertaktet. Da ich jetzt nicht so viel Lust hatte, die geringste Spannung auszuloten, habe ich mich einfach hier für 1,344 Volt entschieden. Also 1,375 Volt. Ja, im BIOS eingestellt. Und 3800 MHz. Die CPU ist auch nicht gerade kühl mit 66 Grad, wird ja auch per AVX belastet. Die TCTL Temperature könnten die VRMs sein, die Spannungswandler. 83 Grad mittlerweile. Ja, sind ja nicht die besten Kühlkörper. 40 Grad für das Mainboard, die Lüfterumdrehung knapp, ja, okay, 2700. Die Spannungen. Seht euch das an. Hier, plus 12 Volt. Das ist ein bisschen niedrig, ne? Gucken wir nochmal auf die Auslastung. Ja, zeig mir nochmal kurz die Auslastung. Ja, also insgesamt wird das Netzteil auf der 12-Volt-Schiene noch nicht so belastet, dass es da Probleme geben dürfte, weil das sind ja hier, wo habe ich denn nochmal den Karton? Ach, der liegt dort. Dann kann ich euch das hier auch nochmal kurz zeigen, was ich meine. Wir haben ja hier die erlaubten 492 Watt auf der 12-Volt-Schiene mit 41 Ampere. Und ich habe jetzt hier GPU angeschlossen und die CPU, die ist übertaktet. Beide brauchen 12 Volt und wenn das tatsächlich so stimmt, wie das jetzt hier steht, dann ist die Spannung deutlich abgesunken auf der 12 Volt Leitung. Das messe ich auch nochmal kurz vorsichtshalber mit einem Multimeter nach, ob das tatsächlich so stimmt. Weil dann wäre das echt fatal und das Azatec-Netzteil nicht zu empfehlen. Mal gucken, ob ich das dann doch lieber zurückschicke. Wenn ich jetzt die 12-Volt-Spannung hier am Molex-Stecker abgreife, sind es dann auch nur noch 11,79 Volt. Das liegt noch innerhalb der Toleranz von plus minus 5%, ist aber trotzdem recht niedrig. Ich habe hier gerade irgendwie so gemeint, Rauch aufsteigen zu sehen, aber jetzt sehe ich nichts mehr. Das könnte auch nur Staub gewesen sein. Nice, dass das Messgerät eine Hold-Funktion hat. Das habe ich an der Grafikkarte gemessen. 11,69 Volt. Und zwar hier. Gut, das ist jetzt nicht weiter tragisch, denn alles, was auf der Grafikkarte so an Komponenten verbaut ist, also die Grafikspeicherbausteine und der Grafikprozessor werden eben ja mit einer Spannung um die 1 Volt in der Regel betrieben. Ja, also macht's die VRMs ja auch nichts aus, mit 11,69 statt 12 Volt betrieben zu werden. 3,3 Volt auf jeden Fall noch hoch genug und auch die 5 Volt Spannung noch hoch genug. Problem ist aber eben die 12 Volt Spannung. Das macht jetzt für die VRMs zwar keinen großen Unterschied, ob die jetzt wegen, ob die jetzt mit 12 oder 11,6 Volt betrieben werden, aber das fällt schon auf. Wenn die Last dann zurückgeht, das waren jetzt auch nur 10 Minuten, dann beträgt die 12 Volt Spannung auch wieder 12,06 Volt, liegt also auch wieder nahe dem Sollwert. Ich habe jetzt auch nochmal die Kabel beobachtet, wie warm die werden. Also wenn ich dieses Kabel anfasse, das ist nicht wirklich heiß. Das ist nur ganz leicht warm. Das EPS-Kabel für die CPU, mal gucken, wird ein Tick wärmer. Aber am wärmsten von allen Kabeln ist hier das ATX-Stromkabel. Hier kann man dann auch schon knapp 40 Grad messen. Hier in dem Bereich. Moment. Das könnte ich euch auch noch mal kurz zeigen.
Ja, das waren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da auch die RAM-Kühler mitmesse. Aber das ist schon knapp 40 Grad. Ich weiß nicht, ob das noch im grünen Bereich ist oder ob das schon auffällig ist. Ja, aber da sieht man mal, was man eben für Maläschen haben kann mit günstigeren Netzteilen. Ich meine, das liegt noch innerhalb der Toleranz, ist aber trotzdem schon arg wenig. Ich werde das Netzteil auf jeden Fall jetzt behalten, weil das dürfte nicht auf das Netzteil an sich zurückgeführt werden können, dass der Bildschirm ausging, habt ihr ja selbst gesehen, sondern das lag sehr wahrscheinlich daran, dass die entsprechenden Runtimes für die Unigine-Benchmarks fehlten. Das hatte ich nämlich schon mal gehabt, dass ich da eben noch spezielle Runtimes brauchte für, damit eben die Unigine-Benchmarks auch zuverlässig dann laufen. Da gibt es die Programmsuite All-in-One Runtimes, die kann man sich herunterladen, kostenlos. Und das Tool installiert dir dann sämtliche Runtimes nach. Danach habe ich die GTX 970 auch nochmal durch die Unigine Benchmarks Valley, Superposition und Heaven gescheucht, sowie 3D Mark Firestrike, und mir ist da auch nichts mehr aufgefallen. Die Karte hat dann jeweils den Benchmark auch bis zum Schluss überstanden. Also gehe ich auch mal davon aus, dass die Grafikkarte immer noch problemlos funktioniert. Und sie wurde von diesen Tests auch weiterhin von diesem Netzteil noch versorgt. Die GTX 970 befindet sich gerade zurzeit im Umbau. Die bekommt nämlich einen neuen Kühler, der besser kühlen können sollte. Und so viel dann auch hier zum Test des AZA-TEC PSAZ 550 Watt Netzteils.